Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Neben den Energieunternehmen zählen die Banken zu den größten Krisengewinnern. Die Sparer und die Kreditnehmer zählen zu den großen Verlierern dieser Zinswende. Der Bankensektor macht Milliardengewinne auf Kosten der Sparer und der Kreditnehmer. Die Banken selbst können ihr täglich fälliges Geld bei der EZB derzeit für 3,75% täglich fällig zwischenparken, während die Sparer für ihre täglich fälligen Einlagen praktisch 0% Zinsen bekommen. Die Zinsen für variabel verzinste Kredite werden aber sofort nach oben angepasst. Auch die Gebühren wurden von den Banken in der Vergangenheit massiv angehoben. Hier ist mangels Wettbewerb eine Schieflage eingetreten, zu Lasten der Sparer und Kreditnehmer, die es zu korrigieren gilt. Sofern die Banken die Zinsänderungen für Sparer nicht im selben Tempo weitergeben wie für Kreditnehmer, müssen die Banken regulatorisch dazu verpflichtet werden. Und darüber hinaus braucht es auch steuerliche Begleitmaßnahmen. Wir fordern hier eine Übergewinnbesteuerung und auch eine Erhöhung der Stabilitätsabgabe mit einer Zweckwidmung der Einnahmen für die Leidtragenden der Rekordteuerung. Die Bürger haben vor noch nicht allzu langer Zeit mit ihrem Steuergeld in Summe jedenfalls knapp 11 Milliarden Euro die Banken gerettet. Daran sollten sich die Banken jetzt erinnern, und es kann nicht sein, dass die Verluste der Banken sozialisiert werden, die Gewinne aber privatisiert werden. Die Banken und auch der Finanzminister mit der Käst bereichern sich derzeit schamlos auf dem Rücken der Sparer und Kreditnehmer, während die Banken für ihre realen Übergewinne und Krisengewinne kaum besteuert werden, müssen die Sparer eine Steuer auf nicht existierende Gewinne zahlen. So sieht die Steuergerechtigkeit der ÖVP und der Grünen aus. Diese Steuerungerechtigkeit muss sofort beseitigt werden, und daher bringe ich folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Klubobmann Kickel, Fuchs und weiterer Abgeordneter betreffend Fairness für Bankkunden, Sofortmaßnahmen im Sinne der Kreditnehmer und der Sparer ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen werden aufgefordert, unverzüglich in Gesprächen mit den heimischen Banken bzw. allenfalls durch gesetzliche Regelungen folgende Punkte sicherzustellen: bei einer Erhöhung der Leitzinsen jeweils umgehende Erhöhung der Sparzinsen, Maßnahmen für Kreditnehmer wie Einführung eines Zinsdeckels, Laufzeitverlängerungen, Stundungen und Senkung der sonstigen Kreditkosten, keine Fälligstellung von Krediten, keine Mahnspesen. Einführung einer Übergewinnsteuer bzw. Erhöhung der Stabilitätsabgabe zur Beendigung der Gewinnmaximierung der Banken auf Kosten der Kunden und Zweckbindung der zusätzlichen Einnahmen zur Finanzierung des Zinsdeckels auf Wohnkredite sowie zur Unterstützung von finanzschwachen Personen in der aktuellen Krise. Aussetzung der Kapitalertragssteuer, solange die Sparzinsen niedriger sind als die Inflationsrate, bzw. langfristig Berücksichtigung der Inflationsrate bei der Ermittlung der Zinsen Steuerbemessungsgrundlage. Vielen Dank.